Russik? Ja, ich gebe mich jetzt verstecken, Bruder. Geh dich mal verstecken. Ciao, Leute, Russik ist runtergesprungen und guckt euch das mal an. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum hast du keine Klamotten an? Freunde, die Kälte wird mir nichts ausmachen, denn wir spielen heute endlich wieder Sniper gegen Spion. So viele Leute haben das in die Kommentare geschrieben. Wann wird es wieder Zeit für Sniper gegen Spion? Das haben wir so übertrieben lange nicht mehr gemacht und deshalb bin ich echt gespannt, ob Russik vielleicht den einen oder anderen krassen Trick herausgefunden hat, um mich hier zu bewältigen, denn ihr wisst, Freunde, Sniper gegen Spion, da war ich immer der Pro und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie das Spiel unter anderem funktioniert. Ja, Freunde, wir haben hier drei Schneeautos. Unter anderem haben wir hier quasi einen Schlitten. Das ist jetzt kein Auto, aber das passt jetzt einfach zu dem Thema. Russik muss gleich unter anderem in der Lage sein, einen Schlitten zu klauen. Dann haben wir hier so einen krassen Weihnachts-Audi, Freunde, beziehungsweise so einen Winter-Audi mit Winterreifen. Und wir haben hier einfach so einen Wintertraktor, Leute, um hier den ganzen Schnee wegzuschaufeln. Und deshalb, Leute, ich bin echt gespannt, für welchen Russik sich entscheiden wird. Er wird sich gleich in irgendeinen Charakter verwandeln können. Ich werde nicht wissen, wo er ist. Und ich muss herausfinden und gucken, wo unter anderem Russik sein wird. Russik hat drei Leben und ich würde mal sagen, bist du bereit? Leute, lass ein Like da, aktiviert die Glocke und jetzt ganz viel Spaß mit Sniper gegen Spion. Und ich habe schon direkt gesehen, was Russik da gerade macht. Let's go. Ich gebe dir ein bisschen Zeit zum Ready sein und Aufwärmen, Leute. Let's go. So, Russik, die Zeit ist abgelaufen und ja, du darfst ab jetzt das Auto nicht mehr bewegen. Es bleibt jetzt da, wo es ist, okay? Ja, ja, okay. Soll ich dann direkt schon dir sagen, wer ich bin oder lieber nicht? Ja, doch. Komm, sag, wer du bist. Ja, okay. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich werde jetzt einfach ins Auto einsteigen, okay? Ist das okay für dich oder so ist es schnell jetzt schon, oder was? Du weißt, dann werde ich direkt schießen. Also ich sehe auch gar keine Leute hier, die irgendwas gerade machen. Was ist denn da los? Keiner bewegt sich. Nichts passiert hier gerade. Das Ding ist, ich werde jetzt dann einfach das Auto nehmen. Ist es okay für dich? Oder ja, komm, nimm doch das Auto. Trau dich doch. Ja, okay. Ich werde jetzt das Auto nehmen. Und zwar, ich werde jetzt den Schlitten nehmen. Guck. Nein, Leute, er hat den Charakter wegbewegt. Das ist das safe nicht. Das ist einfach irgendein random Charakter, der sich wegbewegt hat. Soll ich den Schlitten jetzt nehmen oder nicht? Mach doch, trau dich doch. Ja, okay, dann gehe ich, welches Auto denn? Den Audi? Nein, das okay, ist er nicht, Leute, das ist er nicht. Würdest du ihn jetzt abknallen? Das Problem ist, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, wenn ich jetzt schieße und den Falschen treffe, habe ich halt eine Sperre von 5 Sekunden, wo er dann easy halt abhauen kann. Ich gehe gerade ganz entspannt zu dem Ding hin und werde den Audi jetzt nehmen. Das ist er nicht, Leute, ist er das? Ich weiß es doch selber nicht, ist er das? Ich werde den jetzt einfach nehmen. Komm, mach doch mal was anderes, trau dich doch. Der eine spielt mit dem Handy. Bist du das mit dem Handy? Oder vielleicht dieser eine mit den langen Haaren? Bist du das vielleicht? Ich bin einfach der Typ, der gerade da rumgelaufen ist und das einfach mich ignoriert. Guck mal, das Ding ist, ich verstecke mich gerade, aber jetzt nehme ich halt jetzt einfach das Auto. Ja, komm, nimm. Ja, okay. Wie machst du das denn? Was denn? Das ist ja nicht, Leute. Das ist ja safe nicht. Russik? Digga, willst du immer noch nicht schießen? Das bist du nicht, du 31er. Doch, ich bin das. Gut. Nein. Doch. Das ist er nicht, Leute. Er macht irgendwelche Psycho-Games. Er hat wirklich wahrscheinlich mit dem Menü das Auto aufgemacht, die linke Tür. Ich höre gerade einen Helikopter. Bro, warte kurz. Hier ist ein Helikopter. Nein, bist du das da drinne? Oh mein Gott. Hier passieren ganz krasse Sachen. Wenn er jetzt mit dem Helikopter runterjumpt. Leute, da ist ein Helikopter. Jetzt bewegen sich die Leute. Was passiert hier gerade? Auf einmal, ich dachte gerade, okay, niemand bewegt sich. Hier passiert nichts. Und plötzlich kommt ein Helikopter und der bewegt sich weg. Hier passieren ganz merkwürdige Sachen, Freunde. Das ist eine ganz krasse Runde. Der burnt sich hier weg. Bro, gib dir das jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was passiert denn? Ich will nicht die erste Runde verkacken, Leute. Er darf gar kein Auto klauen. Bro, du musst jetzt langsam einen Schuss, glaube ich. Wieso soll ich jetzt einen Schuss machen? Nee, ich werde keinen Schuss machen. Ich glaube. Oha. Oh, der eine killt die. Er greift die anderen an. Oha, was ist denn jetzt hier los? Was passiert hier? Warum fighten die sich jetzt alle? Bro, das ist. Aber in der Zeit habe ich das andere Auto geklaut. Laber nicht. Laber mir bitte keine Frikadelle an mein Ohr. Doch. Laber mir bitte keine Frikadelle an mein Ohr. Doch, solange du das hier auch gemacht hast. Nein, 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 da passiert gerade ganz komische Sachen passieren davon, ne? Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Rechte Seite, die fighten sich gerade. Linke Seite passiert irgendwas anderes. Und deshalb, ich würde sagen. Ich muss jetzt auf einen schießen. Ich werde jetzt auf einen schießen gleich. Ist er das wirklich, Freunde? Vielleicht spielt er hier Taktiken, weil er weiß, mit dem Schlitten kommt er nicht weg, weil ich ihn direkt abknallen kann. Weil da ist kein Schutz. Also Schlitten wird echt OP sein. Wer Schlitten klauen kann, ist wirklich stark. Ja, ist echt stark. Ich weiß. Du hast dich getroffen. Ich weiß aber, wer du bist. Ja und? Aber ich bin weg. Das ist aber schwer zu treffen. Ich habe den Schlitten geklaut. Habe ich dich getroffen? Nein. Ich bin weg.
Ja, ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen, Bro. Ich hab dich getroffen. Na und? Da musst du in die Seitengasse. Pech gehabt. Ich hab dich getroffen. Ich hab den Pier verlassen. Nein, Bro. Ich hab trotzdem... Ich bin Sniper. Wir machen immer so bei meinen Videos, Bro. Immer kannst du sagen, was du willst. Bei mir, bis man ihn nicht mal aus der Reichweite sieht. Was ist das denn? Nein, ist Pech. Zu krass gemacht. Der Schlitten ist weg. Nein, ist nicht so. Bring den Schlitten sofort zurück. Wir haben immer... Digga, ich hab den Pier verlassen. Na und, ist doch nicht meine Schuld. Digga, hä? Ich bin einfach ein Sniper gewesen. Digga, ich bin da nicht mal mehr ernst gefahren. Ich hätte auch Slalom fahren können. Ich bin einfach geradeaus durchgefahren, weil ich dachte, das ist schon... Na und, du kannst da nicht die Seitengasse oder sonst was. Aber okay, wenn du jetzt so rumholst, ist mir egal. Okay, komm. Nein, das Auto, ich würde nicht nochmal den Schlitten klauen. Nein, okay. Ein Punkt, das ist mir egal. Dann hast du einen Punkt. Ja, komm. Weiter geht's. Ich werde mich jetzt umdrehen. Nein, ich will jetzt auch nicht mehr mit dir diskutieren. Eine Runde hast du jetzt gewonnen. Okay, wenn du weiter so eklige Tricks machen willst, dann mach. Ich werde mich jetzt umdrehen und du versteckst dich. Let's go. Schreib's in die Kommentare, ich war schon längst weg. Oh, bist du ready? Ich bin ready, du ekliger 31er. Mit dir will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Digga, deshalb werde ich dich jetzt fertig machen. Was hast du da gemacht? Warum sind da so viele Leute? Leute, guck mal, die ist einfach im Bikini, obwohl es so schneit. Aber ich sag das gerade, der hier auch gerade kein Tanktop oder sonst was anhat oder eine Winterjacke. Ich werde jetzt einfach ins Auto einsteigen, dann ist auch alles in Ordnung. Das Geile ist, ich muss nicht mehr nach rechts gucken, Bro. Bro, ich werde jetzt einfach das Auto nehmen und fertig. Ich werde dich halt hops nehmen. Der eine ist immer noch da. Andere. Du denkst dir sicherlich, ja, was will er denn machen? Aber ich steige einfach ins Auto ein, so, dann habe ich halt so, fertig. Aha. Oh nein, ich muss Sitz wechseln. Das ist ja nicht, Leute. Wir wechseln wohl nochmal Sitz, Digga. Das bist du gar nicht. Verdammt, wie wechsel ich Sitz? Wie hat er das gemacht, dass der Charakter aber da einsteigt? Hä, sag doch mal. Bro, Hashtag, ich bin ein 31er namens Russig. Bro, sag mir bitte, wie ich das wieder wegmache. Ey, Bro, du hast hier schon eklige Sachen gemacht. Verdammt, das ist Bro, aber ich nicht. Ey, verdammt, Mann, was mache ich denn jetzt? Ey, Bro. Mann, was soll ich denn da jetzt machen? Ist das ey, Bro, ich kann doch da nichts machen. Vielleicht macht er gerade umgekehrte Psychologie mit mir und weiß, dass ich nicht schießen werde, obwohl er das wirklich ist. Überlegt mal, das ist er vielleicht wirklich. Verdammt, oder vielleicht jemand anderes dort hinten? Verdammt. Ach, Mann. Okay, das ist schon mal gut hier. Ja, zähl. Digga, willst du nicht zählen oder so? Ich zähl doch schon innerlich. Digga, was soll das schon? Du bist so ein schlechter Spieler. Ich hätte das Auto geklaut. Ich wollte, bis du zählst. Ich zähl innerlich. Du bist so schlecht. Bro, ich hab innerlich gezählt, sogar länger. Na, Digga, ist mir egal. Hä, ich hab geschossen, geschossen, da musst du doch logisch nachdenken. Ja und, du hast so gewartet, so, hä? Digga, ich warte, bis du sagst eins, dann lauf ich los. Eins, ich weiß, okay, zwei, Digga, drei, du hast ja mein vier, ganzes... fünf. Leute, bewertet selbst Yusuf halt. Er sagt zu mir irgendetwas, aber er schummelt so sehr. Ich schummel nicht. Boah, dieser Weihnachts-Audi ist schon geil. Ihr könnt selber sagen, Leute. Ihr könnt selber sagen, oder? Ja, komm, jetzt mach weiter. Ja, ist okay, Digga. Ich hab das Auto einfach geklaut. Mach weiter jetzt! Ja, alles gut. Leute, Rustig erzählt hier irgendwelche Frikadellen mir an mein Ohr. Da krieg ich ja schon Ohrenschmerzen. Ihr habt selbst gesehen, Leute. Was haben die Leute? Raus mit dir! Ich hab dich. Zähl, eins, laut, zwei, drei, scheiße, vier, fünf. Nein. Hab dich safe. Du hast mich nicht. Ich hab grad einen roten Pfeil gehabt. Du hast die andere abgeschossen. Ja, jetzt hab ich sogar die andere abgeschossen. Da ist doch noch eine mit mir im Auto. Guck mal, wenn du mich abgeschossen hast. Ey, du bist so ein Schummler. Ich komm jetzt. Guck mal, du siehst bei mir keinen Blutfleck. Guck an. Zeig. Such. Ich sehe einen Blutfleck, Bro. Nein, da ist immer noch kein Blutfleck. Ich glaube, das darf man kaum kein Blutfleck. Guck mal, an mein Messer. Schieß mich mal ab, schieß mir mal in den Rücken mit Sniper. Du kommst jetzt mit, junge Dame. Bro, schieß mich jetzt in den Rücken. Du bist zu dick, ich kann dich nicht holen. Schieß mich jetzt so dick, Digga, dass ich dich nicht. Ja, alles gut, ich vertraue dir jetzt die Leine. Nein, schieß mir mal in den Rücken. Guck mal, mit Sniper, schieß mal. Guck mal, siehst du das? Ja, man sieht das. Los, bist du irgendwo anders? Jetzt geh! Außer da, wo du mich kriegst. Bro, ich bin einfach Profi. Ich tu dich so baiten mit diesen. So,
du 31er mit deinen ekligen Tricks. Ich sag dir. Ja. Komm, was hast du mir jetzt diesmal vorbereitet? Lass mal kurz ein bisschen analysieren. Bro, ich finde... Auf Wiedersehen. Du kannst sagen, was du willst. Die können also erstmal schon mal weggehen. Wo kommt das Auto auf einmal her? Und warum ist hier ein Helikopter wieder? Was passiert hier schon was wieder? Was passiert hier schon wieder, Leute? Hier passt ein ganz... Was? Hä? Bro! Ich lande. Hier passieren ganz komische Sachen. Nein. Das Auto geht gleich kaputt. Bro, wer bin ich? Ich weiß es doch nicht. Nee, der Truck ist gut ausgerüstet, der geht nicht kaputt. Geht er nicht kaputt, geil, okay. Ja, ja, aber guck mal, ist er das, Leute? Ist er das? Hier passieren ganz merkwürdige Sachen, ganz krank, was Rustik gemacht. Rustik hier macht hier Magic, Magic vom allerfeinsten Magic Power Reno im Schneegebiet. Oh nein, Leute, ich weiß nicht, ob... Okay, da ist jemand ausgestiegen. Da ist jemand ausgestiegen. Aber... Bro, was ist geht's denn da mit rechten Ding los zu? Was geht da eigentlich ab? So, los, jetzt mach was. Bro, guck mal, das Ding ist, ich sehe nichts Auffälliges. Da passiert halt nichts Auffälliges gerade. Was soll ich denn machen? Da ist ein Dickerer gespawnt. Und da schreit irgendwo jemand rechts die ganze Zeit rum. Da kommt jetzt hier eine junge Dame, einfach ganz normal angewatscht. Ali, hallo, ich bin eine junge Dame, die vielleicht in das Auto geht. Aber Rustik macht gerade nichts. Rustik? Ja? Die burnt jetzt, die macht jetzt den Burn-Emote. Das ist halt ganz, ganz simpel, Bro. Damit kriegst du mich nicht. Was ist denn damit? Das Auto dreht sich. Da ist wieder Magier geworden. Da ist eine dickere gespawnt. Plötzlich rennen die Leute weg. Taco-Stand. Siehst du den Taco-Stand? Bro, siehst du den Taco-Stand? Nee. Oh, schade. Was passiert? Doch, jetzt? Du bist so ein Ekliger, ne? Taco-Stand, Bro. Du bist so ein Ekliger. Bro, jetzt mach endlich was! Bro, Taco-Stand, ich zieh doch die ganze Zeit Leute dahin und so, siehst du nicht? Ja, ich sehe das, aber mach jetzt mal was, geh ins Auto rein. Ich mach doch, Bruder, ich mach doch die ganze Zeit. Ich sehe nichts Auffälliges, also ich sehe schon viele auffällige Sachen, aber könnte halt jeder von denen sein. Das ist so schwer, dieses Spiel Sniper gegen Spion mittlerweile geworden, halt weil wir alle diese Tricks schon mittlerweile kennen. Du musst halt jemanden mal abknallen oder so, oder zum Beispiel siehst du den dicken Boy, der plötzlich anfängt zu tanzen. Bro, soll ich den Hotdog machen? Sag ehrlich. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, krass. Mann, wie konntest du das nur machen? Barbecue vielleicht? Ich will keine Barbecue. Barbecue? Vielleicht versteckt er sich irgendwo in der Nähe. Barbecue? Bro, ich bin doch hier. Du musst halt checken. Manchmal kommt auch einfach ein Auto angefahren, dann ist... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, was passiert da? Durch ein Domino? Domino? Bro, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wen hast du aufgeknallt, Papa? Wen hast du aufgeknallt? Wieso kann ich die Füße nicht attackieren? Meine Füße. Ja, keine Ahnung, es geht nicht. Da ist jemand, den ich nicht attackieren kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Meinst du den im Auto? Nee. Wen dann? Hallo? Hallo? Hast du... Was, ich hab dich wirklich erwischt. Oh mein Gott, let's go. Ein Leben weniger, jetzt let's schnell go. Mach. Rustik, okay, nächste Runde, bist du jetzt bereit? Ja. Jetzt mach aber schneller, okay? Ja. Da spawnt gerade Leute. Bist du in der Nähe von den Leuten oder was? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wieso zwischen so die Menschen, die spawnen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Hab dich! Let's go! Ein Leben nur noch. Digga, ist unmöglich, das Headset zu klauen. Unmöglich. Unmöglich. So, Leute, er hat nur noch ein Leben, aber ein Auto ist immer noch da. Wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich diese Runde gewonnen und versuche dann selber drei Autos zu klauen. Deshalb bist du bereit, Rustik? Ja, ich bin ready. Okay, bist du dort in der Nähe? Vielleicht.
Das sind echt viele. Oh oh. Hm. Hm, rustig, rustig, rustig. Ah, jetzt wartest du einfach nur, dass ich schieße, oder was? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, die Buggy, was? Hab dich. Hab dich, ich hab dich wirklich, ich hab dich wirklich. Ja! Let's go! Bro, ich hab Einstein gedrückt, der läuft gegen das Auto die ganze Zeit, dann portet er sich rein. Ja, selber schuld. Ich bin ein Sniper Stu, Junge. Ja, ich bin dran, ich versteck mich jetzt. Du, Freunde, guckt euch das mal an, was wir jetzt hier machen. Ich hab schon einige Sachen gespawnt. Habt ihr gerade nicht gesehen? Rustik hat nochmal kurz alles vorbereitet, um seine Sniper-Künste gleich zu zeigen. Bist du bereit jetzt? Ich bin bereit. Bist du versteckt? Guck mal noch nicht hin. Guck weg. Nee, ich guck nicht. Meine Runde hat noch nicht gestartet. Ich würde mal sagen, Rustik, ich bin bereit. Also du willst wirklich jetzt gegen mich besser sein, als ich gegen dich war? Ja, vielleicht. Du machst ganz vieles Jus. Hä? Hast du deine Jacke geändert? Ja, schwarze Jacke, damit ich so undercover bin. Ganz viele S zu dem Jus. Das Lustige ist, in dem Audi ist immer noch eine Leiche drin. Von deiner Runde, ne? Und die Arme. Ja. Ah, das heißt, man kann da nicht in die andere Ecke rein. Schade eigentlich. Hast du geschossen? Ja, auf die Leiche nur. Oh, trotzdem, wenn du einmal schießt, dann muss... Abonnier. Hm, da würde ich mal sagen, Rustik. Was passieren plötzlich für merkwürdige Sachen? Was passiert denn? Siehst du Hotdog-Stand? Ja. Ja, wow. Willst du direkt übertreiben? Willst du direkt übertreiben? Hä? Ja. Kannst du nicht einen Hotdog-Stand zu... Nein. Okay, next round, let's go. Leute, wir sind wieder zurück und deshalb... Rustik, du musst dich umdrehen. Zack. Ich bin umgedreht. Ich weiß, was ich mache, Leute. Oha, chillt mal alle. Was ist das Problem? Chillt mal, junge Damen. Alles wird gut. Okay, bin ready. Go. Okay, let's go. Okay, Schlägerei. Schlägerei. Eine Blondine, die plötzlich den Weg abgedreht hat, aber komisch läuft. Das bist nicht du. Boxende Leute. Deine Taco-Stände, die du immer multiplizieren willst. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, weiß ich doch nicht. Es ist... Beim Audi ist absolut keiner. Beim... Truck vielleicht ein paar... Oh Gott. Hast du mich getroffen? Guck halt, ob du mutig bist. Ja, bin ich. Bro, du hast nur noch ein Leben. Ja, es wird reichen, dass ich jetzt gewinne. Bist du bereit? Ich hab dich hops genommen, ja, aber ich bin bereit. Okay, let's go. Bist du schon versteckt, oder was? Ja, ich bin schon versteckt. Also, ich denke, du wirst nicht an den Schlitten mehr gehen. Digga, da läuft... Ich knall jetzt den Typ beim Truck ab. Oh. Am Truck? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, wie willst du mich jetzt treffen? Ich gehe einfach die andere Richtung. Versuch mich doch zu treffen. Ich hab's nicht getroffen. Hast du nicht, safe nicht. Oh mein Gott, da kriegst du mich nicht mehr. Ich hab das Auto versteckt. Hast du mich nicht. Ich kann nicht genau abschießen, jetzt soll ich machen? Ich sehe genau dein Gesicht. Mach. Warte. Zählt das jetzt für dich als Punkt? Ich weiß es nicht. Nein, komm, das zählt nicht, weil du hast schon aus dem Auto versteckt, aber du das so, mach doch! Digga, was hast du für ein Aim, du Ekliger? Let's go. So Leute, jetzt reizt mich. Ich habe jetzt noch ein Leben. Jetzt werde ich aber hier komplett ausrasten. Versteck dich, mein Freundchen. Sag, wenn du versteckt bist. Ja. Okay, ich bin ready. Ich bin ready, Bro. Okay, mein Freundchen. Bist du ready, mein Freundchen? Ich bin ready. Machst du hier wieder Schlägereien? Ich mach wieder Schlägereien. Dann versuchst du wahrscheinlich dabei ins Auto einzusteigen. Wer weiß, vielleicht bin ich gar nicht dort. Vielleicht echt nicht. Warte mal. Ich glaube, du bist die Dame hier. Oh, hast du gerade die... Ach, du verteilst die Fäuste.
Warum wusstest du das? Bro, keine Ahnung, niemand schlägt so. Der eine schlägt so ein, du drehst dich einmal um, gibst dann der. Guck mal, wie die anderen sich schlagen, guck mal, die schlagen sich geradeaus und bleiben stehen, so siehst du? Du schlägst der gibst der einen Uppercut, du gibst der anderen, du drehst dich einmal um. Digga, hä? Das war doch schade. Leute, schade, scheiß drauf. Lasst ein Like da, check Rustig ab, wir sehen uns im nächsten Video, ja? War ja lustig, haut rein, ciao, ciao.